du wirst so 20. Oh, alles easy. Skaten gehen, saufen, einbarzen, morgen schöne Tricks machen, dein Körper funktioniert gut, jung, kräftig, yeah. Mein erstes Kind ist geboren. Oh Scheiße, ich muss echt Geld verdienen. Dann wirst du 30, auf einmal baust du ab körperlich, kannst mit den Jungen nicht mehr mithalten. And then when the tricks won't work, you're getting older, you like, what am I supposed to do after skating? You have nothing. You only skate your whole life. You realize that responsibility. All your life you do is skating. And then all of a sudden you have a family. I couldn't eat, couldn't sleep, couldn't do nothing, couldn't think. All I thought was anxiety. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich nur so, oh, der hat aber ein tolles T-Shirt an, weil er tatsächlich mein Lieblingstier, das sind Erdmännchen, auf dem T-Shirt hatte. Und deswegen ist er mir auch überhaupt nur aufgefallen. Und dann fand ich ihn halt total nett. Ich war auf der Party eigentlich, um jemand anderen zu treffen. Und dann stand halt einfach dieser lebendige Mensch vor mir. Und ich hatte aber schon was getrunken und dachte immer so, oh, wovon redet der? Und habe ihm immer so ins Bier geascht und er hat sich tierisch aufgeregt und naja, wie das aber dann so ist, dann sind wir gemeinsam auf eine Party gegangen und ja, ab dem Moment auch nicht mehr voneinander gewichen. Ich glaube, dass es beim Willow gar nicht so sehr darauf ankam, dass das Skaten das Problem ist, sondern dass es tief aus ihm herauskommt, einfach extrem hohe Ansprüche an sich zu haben. I put myself under pressure, do good tricks, be a good father. Be a good skater, be, say yes to everything, you can do it, but I don't know, like you have a nice life, you are a professional skater, you're touring through the whole city and through the whole countries and through the whole world, you're all over the place, it's fucking great, why are you complaining? But it's not great when you're not seeing your family for 3 months, when you fucking get hurt, when you don't know how the future looks like. Mir ist es irgendwann aufgefallen, als er nachts immer wach wurde, dadurch, dass er einfach immer nur Englisch gesprochen hat, wenn er auf Tour war, nachts wach wurde, aufschreckte und sagte, where am I? Dass er einfach überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wo er ist, mit wem er da jetzt gerade unterwegs ist, wo es als nächstes hingeht. Und da war schon klar, oha, oha. So, er kommt wirklich nur noch zum Wäschewaschen nach Hause, Tasche umpacken und wieder weg. Aber wie das halt so ist, wenn man drinsteckt, dann macht man weiter und weiter und weiter. Ja, und dann war es so schlimm, dass ich das dann auch schon fast nicht mehr viel für ihn machen konnte. Ich habe die Füße unter dem Boden verloren. Bam. Und schwindelig. Ich wollte nur wegrennen, wegrennen, wegrennen. Vor irgendwas wollte ich wegrennen, aber ging nicht. Und das war Angst. Respekt kannte ich, aber keine Angst. Aber es hat sich schrecklich angefühlt. Ich wollte nur noch schlafen oder weg von diesem Platz. Ich wollte vor irgendwas wegrennen, aber ich konnte es nicht beschreiben. So hat sich das angefühlt. Und dieses Nicht-Beschreiben-Können ist der Horror überhaupt, Mann. Was soll ich beschreiben, wenn ich nicht weiß, was es ist? Fuck. We'll be right back.
ich würde jedem den Rat geben, in Balance zu bleiben. Ne? Balance. Balance. Und auf sein Herz und sein Bauch zu hören. Und nicht nur auf den Kopf, sondern auch mit dem Gefühl da zu sein und sich das anzuhören, sich aufs Gefühl zu konzentrieren und sich wirklich zu entscheiden, ist das wirklich das Richtige für mich oder nicht, jetzt in der Situation. All those boards have stories behind as well, like that was skated from a super pro, you know, and was skated in the States, like all my friends, you know. They're gonna be in the furniture and I'm gonna look at the furniture in the end and I'm gonna say, wow, the furniture did some kickflips and all this shit, you know? Now we have to wait again. This is like skating for me. Yeah. I know it seems weird, but it's a good feeling to do this. Die Höhepunkte sind jetzt nicht mehr so viel, die ich im Skaten hatte. Dafür habe ich meine Kinder und meine Frau. Das sind jetzt so zusammen den Abend zu verbringen, zusammen Ausflüge zu machen. Das sind für mich jetzt diese Höhepunkte, die ich vorher nicht kannte. Das ist für mich ganz wichtig. Steven, wie fühlst du das aus? Nee, ne? Oh. Echt? Smelly feet. Ja, yeah, maybe in the puke of the cats. Die. God damn. Jesus Christ. Oh. Oder du? No. No, it's not me. Doch, sind deine Füße. Echt? Wirklich? Ja. Wirklich? My feet. Wegen meinem Glauben an Skateboarding und meiner Motivation, den Trick zu machen, bin ich dahin gekommen zum professionellen Skaten. Das wollte ich ja auch. Aber ich glaube, ich würde jetzt, würde andere Entscheidungen treffen, andere Prioritäten setzen. Und das nicht zu ernst sehen und mir zu viel Sorgen machen, denn es geht immer weiter. Das würde ich machen. Viel ändern würde ich nicht. Das war schon gut so, wie es war. Meine Motivation und mein Biss. Ja, that's about it.